Hallo zusammen, wir haben hier eine sehr beeindruckende Rückmeldung mit Fotos vorher, nachher. Die Bilder sind nicht sehr schön, aber umso eindrücklicher ist dann das Resultat. Ich wollte euch das mal zeigen, was man erreichen kann in wenigen Tagen, wenn man die Ernährung umstellt. Und dazu noch die Energiemischung nimmt, was dann der Körper damit machen kann, mit diesen hochenergetischen Pflanzenstoffen, wie da der Körper damit umgeht und wie er versucht, alles innerhalb von kürzester Zeit in Ordnung zu bringen. Das war eine Rücken-OP. Da haben die Chirurgen versucht, diesen großen Hubbel da zu entfernen. Das hat dann zu einem massiven Bluterguss geführt. Und die haben mich dann kontaktiert und haben dann angefangen, die Energiemischung einzunehmen. Und der Bluterguss war 3 Wochen alt und nach 4 Tagen, ich muss dann vorlesen, nach 4 Tagen sieht dann die Stelle so aus, also völlig verheilt. Es ist total verblüffend, was der Körper alles tut. Und die betroffene Person, die hat leider noch ein anderes übles Zeug gehabt, nämlich an der Hand. Eine ganz schlimme Operation, so sieht es wenigstens für mich aus. Und sie hat dann die Energiemischung genommen. Innerhalb von 4 Tagen sah es dann so aus. Und jetzt, gestern sah es so aus. Und der Brief dazu lautet dann so: Seit dem 19. April nehmen wir die Energiemischung. Am 20. März wurde der Rücken operiert. Das erste Bild war also am 23. März und das erste, was ich euch jetzt gezeigt habe, am 19. April. Der heutige Stand war 27.04., also jetzt 8 Tage hat sich der Rücken so massiv verändert. Der Bluterguss bis Bauchbereich ist weg, nur die Verhärtung des Blutergusses ist geblieben, scheint sich nicht aufzulösen. Der Arzt meint, dass es bis zum 24. Mai verschwunden sein soll. Sie persönlich glaubt das nicht. Dann die Hand wurde am 28. März operiert, also 8 Tage später wieder Rücken. Das Foto danach und heute sind Welten. Ohne deine Energiemischung würde das anders aussehen. Meine Hand ist voll funktionsfähig und die Narben sehr, sehr gut verheilt. Jetzt muss man hier wissen, der Partner von ihr, das ist eine auch verrückte Geschichte eigentlich. Weil er hat gemeint, wie viele von uns, dass wir uns was Gutes tun, wenn wir ziemlich populäre Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Ich erwähne jetzt bewusst keinen Namen, ich könnte ihn aber erwähnen. Das Problem bei diesem Produkt ist, dass da Kraut und Rüben gemischt werden, ohne zu schauen, ob diese Kraut und Rüben überhaupt zusammenpassen. Das führt dann schleichend zu schweren Problemen. Also der Mann, jetzt aufpassen, ist ziemlich interessant. Der Mann hat also jetzt 20 Jahre diese Nahrungsergänzungsmittel genommen. Dann hat ihm ein Freund empfohlen, mal was anderes zu versuchen, weil es ihm immer schlechter und schlechter ging. Also richtig schlecht. Selbstverständlich kommt er nicht drauf, dass es an diesem Nahrungsergänzungsmittel ist. Warum kommt er da nicht drauf? Weil sein Glaube daran verhindert das. Er macht das weiter und nimmt sogar noch mehr von diesem Nahrungsergänzungsmittel, bis er dann in die völlige Degeneration geht. Und das ist leider die Lage. Und viele haben sich jetzt über die letzten Jahrzehnte eine goldige Nase verdient und unzählige wurden dadurch geschädigt. Und es besteht eigentlich kaum Hoffnung, dass sich das ändert, weil der Mensch durch seinen Glauben ist er wie gebunden. Und da kommt dann nur raus, wenn er Glück hat, indem eben eine andere Person ihn auf was hinweist und er ein offenes Herz und ein offenes Ohr hat dafür.
oder durch einen Schicksalsschlag, in dem das Leiden so schwer wird, dass er einfach nicht mehr aus noch ein weiß. Dann fängt er an rumzusuchen. Oft sucht er dann oft in die falsche Richtung, dann geht es noch schlimmer. Und zum Glück, viele finden dann den richtigen Weg und erkennen die Zusammenhänge der Nahrungsmittel auf die Gesundheit. Und dann geht es zackig aufwärts. Innerhalb von Tagen sind dann die Leute neue Menschen. Ich wollte das nochmal als gute Sonntagsbotschaft weitergeben. Ihr findet weitere Infos kostenlos, wie immer, unter gesunddurchwissen.com. Energiewerteliste ist kostenlos, Beratung ist kostenlos, Teilnahme an der Gruppe ist kostenlos. Da könnt ihr euch gerne austauschen mit anderen Mitkämpfern, damit wir diesem Elend ein Ende bereiten. Bis bald. Tschüss.